Mops, 11.000 Abonnenten. Ich schleiche mich hier rückwärts. Mega geil. Wir sind an der Sonne. Wir sind, Mops sagt, wie auf Wolken sind wir hier, ne? Wahnsinn. Also wie im Himmel. Guckt euch mal hier die Kulisse an. Es sieht doch mega aus. Komm, wir drehen uns mal. Wir sind ja auf so einem dünnen Steg. Guckt euch das mal hier an. Ja, wir freuen uns mega. 11.000 Abonnenten. Wann hätten wir das gedacht, dass wir das schaffen? Also wir sind echt sehr, sehr froh, dass es jetzt schon soweit ist. Lass uns mal ruhig hier so ein bisschen dabei einfach drehen. Der Kleine ist auch bei uns. Und ja, wir sagen jetzt schon mal Danke. Und als großes Dankeschön habe ich mir heute was überlegt. Wir müssen anbaden, oder? Müssen wir anbaden? Anbaden. Mops, gehst du mit uns anbaden? Oh Gott. Ja, komm, dann müssen wir beide anbaden. Aber es ist hier gerade wirklich so traumhaft. Das ist hier... Ja, wirklich. Guckt euch das hier an. Ja, ja, also wir stehen hier wirklich auf so einem Steg, kurz vorm Wasser. Das ist richtig geil hier. Ja, das ist wirklich schön. Die Sonne geht unter. Wir haben voll den schönen Stellplatz und ja es ist gerade perfekt. Hey, Elo, zeig mal, was hast. Bam, 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 bam. Ich glaube, wegen Fernsehen müssen wir hier die Boxershort anlassen. Achso, sonst würdest du sie ausziehen, ja, ne? Würde ich es machen, ne? Ach, guck mal, das sind Bilder für die Götter gerade hier. Man sieht nur den Himmel und das blaue Wasser. Ja, Wahnsinn. Traumhaft schön. Aber doch ein bisschen kalt. Aber komm, ich hab's euch versprochen, ich mach es. Jetzt bist du dran, Mops. Ja. Komm. Ausziehen. Du hängst? Ja, ich mach das nicht so toll wie der Elo. Natürlich nicht. Jetzt mit Körper oder wie machst du das? Nein, nein. Ich habe ein bisschen Angst. Da vorne sehe ich immer so komisch das Wasser bewegen. Elo meint, da ist wahrscheinlich nur ein Stein. Aber da oben, ja. Ich habe schon Respekt, Leute. Ey. Komm, rein in die Jauche. Oh Gott. Ja? Komm, schön Kopfsprung. Nein, nein. Wie, kein Kopfsprung? Hör auf, ich gehe einfach nur einmal kurz rein. Da hast du es hinter dir, oder ja, was? Genau, das war ja auch nur... Abo-Special, das ist schon eine große Sache für mich, wirklich. Also, okay, dann komm rein jetzt. Wenn wir jetzt hier einfach so am Strand wären und ich könnte seicht reingehen und hier würde ich überall, na dann okay, aber so, oh Gott, ich hab, oh, reicht so? Ja, komm, das reicht, ja, jetzt kannst du wieder raus, jetzt geh rein, jetzt komm, los jetzt, wir wollen ja was sehen. Oh, das ist auch kalt. Jetzt geh. Oh Gott, ihr denkt euch alle sterben. Es gibt vielleicht auch andere, die auch Respekt vor sowas haben, ne? Lass mal gucken. Jetzt hör auf, das Video hier in die Länge zu ziehen, komm. Okay, auf die Plätze, fertig, so. Ja, was, das war's jetzt schon. Hey, was war das denn? Ich war drin. Das war doch nichts. Jetzt kannst du doch einmal rückwärts dich richtig reinstürzen in die Wellen. Es ist kalt, zu meiner Verteidigung. Und ich muss sagen, ich habe auch wirklich immer bei sowas Angst. Wasser ist mir so, habe ich großen Respekt vor. Und dann dieses, ich sehe da was wackeln, mein Kopf, der spinnt dann rum. Wie gesagt, wenn wir jetzt an so einem Strand wären und es geht so rein und ich sehe da genau alles und so, dann ist das was anderes. Aber hier ist kein Schwein auf, wisst ihr? Und wenn dann was passiert, dann gibt es kein Elon Mops mehr. Okay, danke für 11.000 Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.